Dann geht's in U5. Dieser Ultraschall ist echt overpowered. Gut, wenn du Geduld machst. Dann mache ich gar nichts, bis die Geduld raus ist. Inklusiv-Samen. Und das ist der Grund, warum ich Erdbeben in Mystery Dungeon eigentlich schlecht finde. Es trifft relativ selten. So viele Gummis wie hier rumliegen. Oh nein, es hagelt. Bitte schnell die Treppe. Treppe. Ich mag keinen Hagel. Der hält einen immer so sehr auf. Sind wir schon auf U8. Eine Treppe brauchen wir noch. Dann die Kastanie suchen. Und dann Dungeon abschließen. Und U9. Jetzt heißt es nur noch Kastanie suchen. Ich habe noch 6 Attackenpunkte drauf, okay. Naja. Whatever. Kastanie, sehr schön. Dreimal daneben. So, wir haben die Kastanie, wir können gehen. Hier ist niemand, es geht nicht weiter. Zeit umzukehren. So. Dann können wir die Retterteam-Basis ja jetzt endlich fertigstellen. Wenn ich die Kastanie beim ersten Mal übrigens nicht mitgenommen hätte, dann hätte ich da jetzt noch einmal reingemusst. So, da gibt's wieder Post. Einstellungen. Ja, das habe ich gleich am Anfang in der allerersten Folge gemacht. So, hier bitte, da habt ihr wieder eine Kastanie. So. Und so. Motiviert durch eine weitere geschälte Kastanie setzt die Menki-Bande die Renovierungsarbeiten an der Retterteam-Basis fort. Und endlich war die Basis fertig.
Endlich! Endlich ist es soweit! Sie ist fertig! Endlich! Unsere TGI-Basis. Mit einem sehr schönen persönlichen Touch. So cool! Immer wenn ich sie mir ansehe, erkenne ich pure Coolness. Die Ähnlichkeit mit dir gibt dem Ganzen eine nette Zugabe, Kilian. Wir haben alle sehr hart daran gearbeitet. Das war wirklich anstrengend, aber das war es wert. Wohin genau? Ich danke euch allen. Sagt mal, ich möchte euch was fragen. Jetzt, wo diese Retterteam-Basis fertig ist, bedeutet es dann, dass wir keine gestellten Kastanien mehr bekommen? Genau. Unsere Basis ist fertig. Wir müssen nicht mehr daran arbeiten. Mengibande, wir danken euch herzlich für alles. Menki! Na, was ist denn jetzt kaputt? Was soll denn das? Hört sofort auf damit! Da alle mit gemeinsamen Kräften halfen, die wild gewordene Menki-Bande aufzuhalten, konnte die Basis gerettet werden. Was die Menki-Bande angeht, sie versprach mit der Toberei aufzuhören. Und nach dem Genuss weiterer geschälter Kastanien kehrte sie zurück in ihren Wald. Und so geschah es, dass die chaotische Renovierung der Basis endlich zum Ende kam. Am nächsten Morgen. So sieht es jetzt hier schön in unserer Basis aus. Yay. Wir haben hier sogar eine Karte. Guten Morgen. Gibt's wieder ein kleines Klunk. So, was haben wir denn? Die Attacken, Ausrufezeichen. Ja, das kennen wir auch alle schon. Holen wir mal hier raus, aber ganz ehrlich, die Kleinheiten, die können wir schon wegmachen. Dann schauen wir doch mal, was wir heute an Jobs machen können. Ich habe drei, ungefähr zwei für die Lapishöhle. Da habe ich eh noch eine. Ansonsten habe ich Feuerklamm, Stillklamm und Stahlberg. Donnerberg wären zwei Missionen. Das eine ist allerdings eine Escort-Mission. Und bei der Lapishöhle muss ich halt zwei Items suchen. Also hier muss ich Infohühner finden, die TM. Das können wir mal machen. Und der will einen Apfel haben. Das heißt, den muss ich mitnehmen. Nehme ich mal alle an. Aber bis zur letzten Ebene muss ich in der Lapishöhle, sehe ich da gerade. Das letzte ist eine einfache Rettungsmission, wenn ich das sehe. Jupp. Das heißt, ich nehme mal einen Apfel mehr mit als sonst. Viele Passivbären. Und weg.
So, das letzte Mal hatten wir Don Marcy dabei, das heißt, jetzt darf Fliegi wieder mit. Angenommen habe ich sie alle. Äpfel habe ich 2 dabei. Dann auf in die Lapishöhle. Erstmal schön direkt neben der Treppe gespawnt, das passt doch super. Und wir sind für diesen Dungeon schon wieder so hart überlevelt, dass wir kaum Schaden bekommen. Beziehungsweise schon überhaupt keinen mehr. So. Super Schall. Ich hasse es. Ja. Geld, Geld, Geld. Nehme ich alles mit. Eine Linkbox. Die kann man immer mal brauchen. Eine Linkbox, das ist ein Item, mit dem kann man unterwegs, also auch innerhalb eines Dungeons, mal Attacken linken. Ein Goldband. Das ist toll. Das Ding hat nur einen einzigen Zweck: verkaufen. Gibt's einen Haufen Geld dafür. So, jetzt wenn ich nur mal wüsste, wo müsste ich den Verhöhner besorgen, weil das... Ich suche jetzt vorsichtshalber mal die ganze Ebene ab. Einfach mal so richtig groß passieren kann man hier eh nichts. Das ist eh eine sehr kleine Ebene. Und während ich jetzt kurz da weg war, sind da oben 2 Nidorinos gespawnt. So, mal hier ein Persivschal. Chrissy hat gerade kein Item und kann er den haben. Was ist hier? Der Raub. Okay. Ebene gibt es dann auch nichts mehr. Was dann hier? Wirft mich der da einfach mit einem Plosivsamen? Noch eine Linkbox. Passt doch. Da steht ein Kindwurm, gar nicht gesehen. Hier gibt's auch nichts. Psst.
Level 23, das ist doch sehr schön. Drei Level noch. Moment, hier will ich mich auch noch mal ein bisschen genau umschauen. Nicht, dass hier jetzt diese eine TM liegt, die ich brauche und ich die jetzt deswegen verpasse. Aber hier liegt auch nichts. Die Ebenen sind hier allgemein sehr klein. Und hier ist auch nichts. U12. Hier ist eine Zielebene. Schlafpuder. Ich auch irgendwann mal wieder auf, danke. Oh. Hier hast du deinen Apfel. So. Ach. Dann will ein Tangela unserem Team beitreten. Der darf doch mit. Was? Wie nennen wir denn das Tangela? Prinzipiell haben wir hier ein pflanzenartiges Tentakelmonster. Ich weiß nicht, wie sollen wir ihn nennen? Ach, ich baue hier einfach mal meinen kleinen Bruder ins Spiel ein. Wo ist denn das? Ach ja, hier ist es. Dann ist der Lukas jetzt in unserem Team. So, dann schaue ich mich hier nochmal um. Vielleicht ist ja hier noch diese komische TM irgendwo. Aber es sieht nicht so aus. U13. So. Hier könnte sie noch sein. Das ist die letzte Möglichkeit. Auf U14 habe ich schon eine andere Mission. Aber hier ist auch nichts. Na gut. Zielebene erreicht. Ach, Magen leer. Dann essen wir halt mal einen Apfel. Ach. So, jetzt verlassen wir den Dungeon. So. Och, ein Apfel gegen einen Lila-Gummite getauscht. Das ist doch schön. Und hier haben wir noch eine TM. Können wir wenigstens wieder für 300 verkaufen. An dieser Stelle mache ich jetzt aber gleich wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich nehme schon wieder seit 2 Stunden auf und irgendwie bin ich heute sowieso nicht so ganz bei der Sache gewesen. Naja, egal, wir machen das nächste Mal weiter. Es geht eh bald mit der Story weiter. Aber erstmal müssen wir noch ein paar Jobs machen, wenn ich das so richtig sehe. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Bis dahin, macht's gut.